Hallo, ich bin Matthias Carsten von der Armee und möchte heute über den Kopfhörerausgang des AD2 Pro und AD2 DAC sprechen, den wir Extreme Power genannt haben. Wie dieser mit den verschiedenen Kopfhörern, ich habe ja ein paar als Beispiele dabei, zusammenarbeitet und was es da an Besonderheiten gibt. Die Extreme Power Kopfhörerausgangsstufe des AD2 Pro und AD2 DAC weist einige technische Besonderheiten auf. Dazu zählt die relativ hohe Ausgangsleistung von 1,5 Watt pro Kanal, eine relativ hohe Ausgangsspannung von 10 Volt maximal, das entspricht dem Studiobereich plus 22 dBU, und einem sehr niedrigen Eigenrauschen. Ein weiteres wesentliches Merkmal ist der sehr geringe Klärfaktor, der TAD-mäßig ca. bei minus 110 dB liegt. Und die Besonderheit dabei ist, dass dieser geringe Klärfaktor selbst mit 32 Ohm Last und bei fast voller Ausgangsleistung erhalten bleibt. Üblich ist, dass bei Verstärkern durchaus der Klärfaktor an der Grenze zur Ausstörung stark ansteigt. Das ist hier nicht der Fall. Bis zum sogenannten Klippen, also bis zum Maximalpegel, ist absolut alles sauber. Das bedeutet, die Kopfhörerausgangsstufe dieser beiden Geräte ist absolut transparent, macht keinen eigenen Klangcharakter, sondern bringt das zum Kopfhörer, was ursprünglich abgespielt wird. Und wie das in der Praxis aussieht, zeige ich jetzt hier mal an einigen Modellen. Als erstes möchte ich mal einen HD650 zeigen. Das ist jetzt nicht das Modell von Sennheiser, sondern der Mastrop HD6XX. Diese sind aber im Grunde identisch. Dieser Kopfhörer hat mehrere Besonderheiten. Es ist ein offener Kopfhörer. Er ist mit 300 Ohm sehr hochohmig und braucht deshalb auch eine relativ hohe Spannung zur Ansteuerung. Wenn man den in ein Smartphone steckt, hört man nur sehr leise die Musik, weil einfach ein Smartphone keinen entsprechenden Spannungshub hat. Deswegen müssen wir hier auch tatsächlich jetzt im Menü den High Power Mode aktivieren. Nicht, weil wir High Power brauchen, also hohe Leistung in dem Sinne, sondern es fließt ja kaum Strom bei 300 Ohm, sondern weil wir eine hohe Spannung brauchen, um den entsprechend auf Lautstärke zu bringen. Und da geht so einiges, wie man hier sieht. Also das ist schon ganz ordentlich. Ich möchte den jetzt gerade nicht aufsetzen. Und dabei ist wieder zu beachten, dass man hier, obwohl wir noch gar nicht Null erreichen, bis zum Maximalpegel auf der AD-Seite überhaupt keinen zusätzlichen Klärfaktor erzeugen. Wenn etwas zerrt, dann ist es der Kopfhörer. Das ist normal. Die dynamischen Wandler zerren natürlich alle viel mehr als unsere Geräte heutzutage. Ja, diese offenen Kopfhörer werden von manchen Leuten auch gerne als bassschwach bezeichnet. Das wäre etwas, über das man sicher diskutieren kann, aber man kann es auch einfach kontrollieren und beseitigen. Beim AD haben wir ja bekanntermaßen nicht nur einen 5-Band-Parametrik-EQ, sondern auch einen einfachen Bass- und Höhenregler. Wenn die Bässe ein bisschen zu wenig sind, der dreht die sich einfach rein und schon ist der Sound wie gewünscht. In eine ähnliche Kategorie fällt der Beyerdynamic DT990 Pro, der mit 250 Ohm auch relativ hochohmig ist. Es ist auch ein offener Kopfhörer. Er ist auch relativ unempfindlich. Deswegen muss man hier beim AD wieder in den High-Power-Mode gehen, um auf eine maximale Lautstärke zu kommen. Es ist natürlich immer so eine Frage, wie laut hört man? Ich kenne genug Leute, die mit der Low-Power-Einstellung, in dem Beyerdynamic auch klarkommen. Das ist sehr subjektiv und natürlich für jeden unterschiedlich. Ähnlich ist es mit dem Klang. Während der Sennheiser HD650 eher als relativ lineare Referenz dasteht, ist der Beyer dafür bekannt, dass er etwas mehr Bässe und Höhen aufweist, weswegen er auch durchaus sehr beliebt ist. Der Sennheiser und der Beyerdynamic waren also jetzt zwei Beispiele für relativ hochohmige Kopfhörer, die auch durch ihre Unempfindlichkeit einen relativ großen Spannungshub brauchen, um auf eine ausreichende Lautstärke zu kommen. Das genaue Gegenteil ist dieses Beispiel hier. Das ist ein Fostex-Kopfhörer, in diesem Fall auch wieder die Mastrop-Variante. Das hier ist der TRX00. Der hat nicht nur mit 24 Ohm eine sehr niederohmige Impedanz, sondern er ist auch extrem empfindlich. Ich habe jetzt das Gerät noch eingestellt wie eben, High Power für diese Sennheiser und Beyerdynamic-Kopfhörer. Wenn ich den jetzt hier mal reinstecke, dann hört man, glaube ich, auch über das Mikrofon hier ganz gut den Unterschied. Also bei solchen Kopfhörern braucht man die High-Power-Einstellung eigentlich überhaupt nicht,
Da haben wir dann den Vorteil, durch die Low-Power-Einstellung wird auch gleichzeitig der Rauschpegel gesenkt. Das heißt, bei sehr niederohmigen und empfindlichen Kopfhörern hat man dann den Vorteil, dass man auf keinen Fall ein Grundrauschen in Musikpausen hören kann, das vom Verstärker kommen würde. Das kommt also eigentlich immer von der Quelle. Diese drei Kopfhörer sind sogenannte dynamische Kopfhörer. Das kann man sich so vorstellen, dass links und rechts jeweils ein kleiner Lautsprecher eingebaut ist. Lautsprecher im herkömmlichen Sinne, Schwingspule, Magnet, Membrane. Es geht aber auch anders. Das hier ist ein Beispiel für einen sogenannten orthodynamischen oder auch Planar-Kopfhörer, der durchaus anders aufgebaut ist innen drin. Das ist eine deutlich andere Arbeitsweise, als sie für ein dynamisches System ist oder gilt, was durchaus einige klangliche Vorteile hat. Insbesondere sehr geringe Verzerrungen, sehr gutes, hohes Lautstärkevermögen und interessanter Klang. Wird leider dadurch auch etwas schwer durch die vielen Magnete. Dieser Kopfhörer hier jetzt, der LCDX von Odyssey, ist auch sehr bekannt, hat um die 18 Ohm und eine, sagen wir mal, mittlere Empfindlichkeit. Ist nicht unbedingt was für ein Smartphone. Und ich würde jetzt auch tatsächlich hier wieder den High-Power-Mode aktivieren. Aber geht gut. Durch die 18 Ohm ist es hier tatsächlich so, dass man Strom und damit auch Leistung braucht. Die 1,5 Watt hier werden für Tiefbass-Fans durchaus gefordert. Ja, in meiner kleinen Runde an Kopfhörern kommen wir jetzt von dynamisch und planar zu etwas ganz Besonderem. Das ist vielleicht dem einen oder anderen aus dem Augenwinkel schon aufgefallen, das ist der neue Head. Der Head basiert auf dem Air-Motion-Transformer-Prinzip, eine Art gefaltete Membran, die die Luft in Schwingung versetzt. Ist ja bisher bekannt gewesen von Hochtönern hauptsächlich und wurde jetzt erstmals in einen Kopfhörer implementiert. Also mal wirklich etwas Besonderes und anderes. Gewichtsmäßig muss man leider sagen, geht das in Richtung Planar, also ist schon relativ schwer, aber hat einen ordentlich gefederten Kopfbügel und auch sehr schöne Earpads, die das Gewicht auf die Ohren bringen und damit ist das also durchaus angenehm. Mit 42 Ohm fließt eigentlich nicht so viel Strom, möchte man meinen, aber leider ist dieses Prinzip auch etwas unempfindlich, sodass man im Endeffekt doch aufdrehen muss. Und da bin ich ganz glücklich, dass der ADI2 Pro in seinem High-Power-Mode auch mit dem Head noch auf eine sehr schöne Wiedergabelautstärke kommt. Als kleine Zusammenfassung. Die Extreme Power Ausgangsstufe des ADI2 Pro und ADI2 DAC kann sowohl sehr niederohmige als auch sehr hochohmige Kopfhörer perfekt ansteuern. Durch die Umschaltung zwischen High- und Low-Power-Mode kann man sich auf die Kopfhörer einstellen, je nachdem, was für eine Empfindlichkeit oder Wirkungsgrad die haben. Und man hat über den EQ und die Bass- und Höheneinstellung auch die Möglichkeit, den Kopfhörer dem eigenen Geschmack perfekt anzupassen. Dabei ist durch das hohe Leistungsvermögen und den niedrigen Klärfaktor immer garantiert, dass die Endstufe selbst bzw. das Gerät hier den Klang nicht verschlechtert, sondern nur das wiedergibt, was ihm zugeführt wird. Mit anderen Worten, perfekt.